65 Jahre Bundeswehr, ein denkwürdiger Geburtstag für Deutschland, für unser Land. Ich selbst war die Hälfte meines Lebens Soldat bei der Bundeswehr. Mich hat der Beruf des Soldaten geprägt und er hilft mir heute noch bei meiner Aufgabe als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Im Namen meiner gesamten Fraktion überbringe ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche zu diesem Geburtstag. 65 Jahre Bundeswehr, herzlichen Glückwunsch. Die Bundeswehr, das seid ihr, ihr Soldaten vor Ort für uns, die ihr für unsere Sicherheit sorgt. Danke. 65 Jahre Bundeswehr, wer seinem Vaterland nicht gedient hat, der hat wirklich etwas verpasst. 65 Jahre Bundeswehr sind ein Grund, stolz zu sein, zurückzublicken auf die guten Zeiten, die wir hatten. Ich selbst denke gerne noch an meine Grundausbildung in Hammelburg und grüße meine früheren Kameraden der 12. Panzerdivision Veits-Höchheim. Leider gibt es sie ja nicht mehr. Ich danke Ihnen für Ihren tapferen und treuen Einsatz für Deutschland und wünsche Ihnen die Ihnen gebührende Anerkennung für Ihr Tun. Ich wünsche unserer Truppe alles Gute, unserer tollen Parlamentsarmee und vor allen Dingen, dass die Wehrpflicht wiederkommt. Denn erstens, die Personallage ist desaströs und zweitens, ein bisschen Schwung und Disziplin kann unserer jungen Generation nicht schaden. Alles Gute. Ich wünsche unseren Soldaten mehr Respekt und Anerkennung in unserem Land, vor allem aber auch hier im Deutschen Bundestag. Ich wünsche der Bundeswehr zu ihrem Geburtstag alles Gute. Mögen gut ausgebildete Soldaten unser Land verteidigen und dafür ist die Bundeswehr da. Und ich wünsche vor allen Dingen den Soldaten, dass sie die Ausrüstungsgegenstände bekommen von uns Politikern, mit denen sie ihre Aufgaben erfüllen können. Ich wünsche der Bundeswehr, dass die Politik sie nicht zum Spartopf macht. In meiner Dienstzeit habe ich gute Kameradschaft kennengelernt und wurde zum ausdauernden Kämpfer. Danke, Bundeswehr. Herzlichen Glückwunsch, liebe Bundeswehr. Und auch ich gratuliere als einer derjenigen, der noch seinen Grundverdienst bei der NVA abgeleistet hat. Ich wünsche allen Soldaten, dass sie endlich die Anerkennung bekommen, die sie für ihren wertvollen Dienst für unser Vaterland verdienen. 65 Jahre Bundeswehr, herzlichen Glückwunsch. Die Angehörigen der Bundeswehr verdienen unsere Anerkennung und unseren Respekt. Vielen Dank dafür. Die Bundeswehr gehört zu einer wehrhaften Demokratie dazu. Man sagt nicht ohne Grund, wer aus Waffen Flugschalen macht, pflügt morgen für den, der die Waffen behalten hat. In diesem Sinne, Glück auf Bundeswehr. 65 Jahre. Noch kein Alter, um in die Rente zu gehen. Ich wünsche der Bundeswehr weitere erfolgreiche mindestens 65 Jahre, um die Freiheit und den Frieden und unser Vaterland zu verteidigen. Ich wünsche allen unseren Soldaten, dass sie endlich die Anerkennung kriegen, die Anerkennung der Deutschen für ihren Dienst am deutschen Vaterland. 65 Jahre Bundeswehr, wir brauchen euch. Mein Geschenk für die Bundeswehr, mehr einsatzbereites Großgerät, weniger Einhörner. 65 Jahre Bundeswehr, danke an die Soldaten für die Hilfs- und Katastropheneinsätze in den letzten Jahrzehnten. 65 Jahre Bundeswehr, ganz herzlichen Glückwunsch, weniger der Institution als mehr jedem einzelnen Soldaten, der hochmotiviert für diese Bundeswehr tätig ist. Wenn ihr euch selber ein Geschenk machen wollt, im nächsten Jahr sorgt dafür für den ersten AfD-Verteidigungsminister, dann geht's wieder aufwärts. Herzlichen Glückwunsch Bundeswehr, 65 Jahre. Was uns immer verbinden wird als Soldaten, ist das Band der Kameradschaft. 65 Jahre Bundeswehr, herzlichen Glückwunsch und meinen herzlichen Dank für alles, was Sie für dieses Land tun, die vielen Hilfs- und Katastropheneinsätze, wo Sie alle unterstützen. Vielen lieben Dank. 65 Jahre Bundeswehr, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mich bei den Angehörigen und Familien bedanken, dass Sie Ihre Soldaten so unterstützen. Zum 65. Geburtstag der Bundeswehr möchte ich einfach Danke sagen. Danke an all die vielen jungen Männer und Frauen, die ihren Dienst an der Waffe mit gutem Geist für unser Vaterland versehen. Möge das auch weiterhin für uns alle der Fall sein. Herzlichen Glückwunsch an alle Soldaten der Bundeswehr. Ich denke mit Freude und mit Dankbarkeit an die Jahre, die ich selbst in euren Reihen verbringen konnte. Ich gratuliere der Bundeswehr zum 65. Geburtstag. Ich danke auch der Bundeswehr, dass sie die NVA mit integriert hat. Und ich danke dafür, dass wir nie aufeinander schießen mussten. Herzlichen Glückwunsch Bundeswehr zum 65. Geburtstag. Ich wünsche unseren Soldaten die Wertschätzung, die ihnen zusteht. Und ich wünsche uns den Mut, uns auch mal vor unsere Soldaten zu stellen, wenn es nötig ist. Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahren Bundeswehr. 12 Jahre als Offizier der Panzertruppe haben mich geprägt und mir viel Freude gemacht. Danke dafür. Ich grüße alle meine Heeresfliegerkameraden in unseren Streitkräften, wünsche immer eine Handbreit Luft unter den Kufen, aber auch tolle Fliegererlebnisse. Herzlichen Glückwunsch Bundeswehr zu 65 Jahren. Ich wünsche euch zu diesem Geburtstag, dass ihr bald wieder in der Lage seid, vollumfänglich unser Land verteidigen zu können.
Die Bundeswehr wird 65 Jahre alt. Meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag. Ich selbst war 12 Jahre bei der Bundeswehr. Ich grüße alle Kameraden, die sich derzeit in den Auslandseinsätzen befinden. Kommen Sie heil zurück. Herzlichen Glückwunsch, Bundeswehr, zum 65. Geburtstag. Wir sind beide gleich alt und ich weiß, mit 66 Jahren fängt das Leben erst richtig an und ich wünsche viel Erfolg.